Ja, ich kann die Aufnahme eh pausieren. So mache ich das. Genau. Ja, ist die Anna schon da? Nein, die Anna hat immer noch ein Audioproblem. Dem Ding. Dann werden wir einfach noch kurz warten. Felix ist da. Special Guest. Special Guest, Felix. Ja, hallo Felix. Und die Anna kommt nicht rein. Naja, irgendwie wird sie es schon irgendwann schaffen. Ich würde sagen, wir warten vielleicht bis Frau Feigl zurück ist. Mal von mir an. Genau, dann hole ich mir auch mal einen Schluck zum Trinken. Bin schon da. Ah, schon da. So, dann machen wir eine Sache gleich als erstes. So ein bisschen eine technische Erklärung. Ist allen in etwa klar, wie dieses Setting hier funktioniert? Also der Schirm, wo ich jetzt so ganz nah meine Hände schwenke, das ist die Erzählebene, wo die Stefanie und ich sprechen werden. Es gibt dann diese Ebene, wo jetzt meine Hand im Close-Up ist. Hier werden wir unsere Fotos zeigen. Wir haben also eine Führung durch die Fotosammlung. Heißt nicht, dass wir nur die Wände und Regale herzeigen, sondern dass wir auch mit Objekten arbeiten. Und dann haben wir da hinten, vielleicht kommst du kurz einmal ins Bild herein, Katharina. Noch Katharina Kühner, die uns mit dem Chat und dem Gimbal, der tragbaren mobilen Kamera, unterstützen wird, die also für die Raumatmosphäre hier sorgt. Das ist das dritte Bild. Da wir das ausprobieren, wie das funktioniert, wir haben auch nichts dagegen, wenn wir währenddessen, falls das gar nichts funktioniert, und sonst danach kurzes Feedback kriegen, ob das zu verwirrend ist mit drei Kameras oder wie auch immer. Eine Sache, man kann, das wissen eh die meisten Zoom-Userinnen, Userinnen pinnen. Das heißt, wenn wir Bilder da reinlegen, macht Sinn, mit einem Doppelklick auf dieses Bild zu gehen, dann kriegt man es groß und sieht unsere relativ kleinen Fotos im Detail. Wir haben es jetzt 33. Die Anna Echterhölter hat irgendein Problem, das sich wahrscheinlich so schnell nicht beheben lässt. Also würde ich sagen, wir fangen langsam an. Ich glaube, es ist noch neu jemand dazugekommen. Die neue dazugekommen ist auch herzlich begrüßen von meiner Seite. Technisch auch mal ganz kurz, wir haben eine Sprecherinnenkamera, wir haben eine Detail- und Objektkamera hier für unsere Fotografien und eine Raumkamera. Wir freuen uns, wenn jemand dazwischen Fragen stellen will, einfach eine Hand heben, sonst haben wir auf jeden Fall am Ende noch ein Q&A. Und dann darf ich dir, Steffi, übergeben und wir fangen formell an. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Stefanie Klamms, mein Name. Ich freue mich, Ihnen Herbert Dusnik vorstellen zu dürfen. Herbert ist der Kurator und Leiter der Fotosammlung des Volkskundemuseums Wien. Er ist auch für die Programmplanung zuständig, mit einem großen Faible für offene und experimentelle Formate, wie Sie ja hier auch sehen, im Museum und darüber hinaus. Herbert hat verschiedene Ausstellungen kuratiert, unter anderem zur Fotoalben des Zweiten Weltkriegs, zur privaten Fotografie in Österreich, von den 30er bis zu 50er Jahren und last but not least natürlich auch zu dem Themenfeld, was wir heute mit Ihnen diskutieren wollen, nämlich zur ethnografischen Fotografie in der Habsburger Monarchie, und zwar gestellt. Ich halte mal den Katalog werbewirksam ins Bild, genau, wunderbar. Eine ganz wunderbare Ausstellung hier gewesen, und also den Katalog sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Sie ihn noch nicht haben. Ja, Herbert und ich kennen uns schon länger, uns verbindet eine Leidenschaft für das Nachdenken über Fotoarchive und Fotografien als Forschungsinstrumente in den Wissenschaften. Wir haben uns auch kennengelernt über das Verbundprojekt Fotoobjekte, Fotografien als Forschungsobjekte in Archäologie, Ethnologie und Kunstgeschichte, das ich mitverantwortet hatte. Ich selbst bin Historikerin, interessiere mich insbesondere für die visuelle und materielle Kultur der Wissenschaften und ihrer Geschichte und gerade für auch Sammlungen, die in den Wissenschaften entstehen, und sammelbezogene Forschung. Und das ist ein Feld, was ich jetzt eben als Koordinatorin der Universitätssammlung der Freien Universität Berlin auch weiterverfolge.
So, aber nun wieder zur Fotosammlung hier des Volkskundemuseums. Herbert, dann gebe ich dir das Wort für eine kurze Vorstellung. Genau. Ich werde jetzt ein bisschen durch den Raum laufen, damit man auch eine Vorstellung hat, von wo aus wir hier senden. Die Fotosammlung des Volkskundemuseums Wien, ehemals Österreichisches Museum für Volkskunde, ist Ende des 19. Jahrhunderts, also Mitte der 1890er Jahre, zusammen mit dem Museum, dem Verein und der wissenschaftlichen Zeitschrift Volkskunde gegründet worden. Das heißt, es ist für die Volkskunde als Wissenschaft so ein Institutionalisierungsmoment. Hierher in dieses Gebäude ist sie dann übersiedelt in den 1917, eröffnet 1920 ist in diesen Zeiten als undefiniertes Etwas ein bisschen durch das Haus gegeistert und erst hier in diesen Räumlichkeiten vor ein paar Jahren gelandet, wo sie sich nun in ihrer ganzen Ausdehnung zeigt. Sie sehen hier diese zwei Wände, das ist unsere Positivsammlung. Wir haben an die in diesen Ordnern drinnen 50.000 Bilder, die alle aufgeklebt sind auf Archivkartons, was vor allem bei der frühen Fotografie, da werden wir später dann noch darauf eingehen, ein Fotohistoriker extrem schmerzt, weil die Rückseiten von dicken Fotokartons abgespalten wurden und Informationen geschluckt haben. Wir haben dann hier in diesem Bereich drüben zu sehen noch Sonderbestände, das sind zum Teil Großformate, zum Teil sind das Alben, kleine Spezialbestände. Das geht dann über in einen Bereich, wo wir Diapositive und Negative von der Frühzeit der Fotografie, das heißt in großen Glasplatten bis hin zu den kleinen Streifennegativen, die diejenigen, die Analogzeit noch der Fotografie noch kennen, sicher noch kennen werden, bis hin zu anderen Beständen, die dann dort hinten gelagert sind, vor allem große Bestände zur Kuratorfotografie, die wir in den letzten Jahren im Zuge eines Projekts namens Alle antreten. Es wird geknipst, private Fotografie in Österreich 1930 bis 1950 angekauft haben oder geschenkt bekommen haben, auch hauptsächlich während Interviewsituationen. Damit sozusagen zum Inhalt dieser Fotosammlung. Sie wird zu einer Zeit gegründet, Ende des 19. Jahrhunderts, als die Volkskunde sich gerade formiert als eine vergleichende Völkerkunde Europas. Dementsprechend ist die Ausdehnung des geografischen Gebietes der Sammlung relativ groß. Einerseits die Habsburger Monarchie, das geht aber auch bis Grönland, Skandinavien, mit kleinen Ausreißern auch nach Außereuropa. Und das hält sich bis in die Zwischenkriegszeit, da wird es dann sehr viel enger und dann konzentriert sich die Sammlung hauptsächlich auf Österreich. Thematisch umfasst das, was man als den Kanon der Volkskunde bezeichnen kann, das heißt vom Brauch über Personendarstellungen, Landschaft, also Topografie, Hausindustrie nennt man es früher, Brauchtum, Brauch hatte ich schon, Handwerk, ähnliche Dinge, also sowas, was man ein bisschen als ein breites Abstecken einer ethnografischen Kulturwissenschaft ansehen könnte. Das ist, glaube ich, jetzt einmal fürs Erste da genug. Ja, und dann kommen wir doch gleich irgendwie ins Eingemachte, Herbert. Also wie wird eigentlich aus einem, sage ich mal, x-beliebigen Foto, ich nehme einfach nur eins hier raus. Na, da habe ich aber genau das. Darf ich ein anderes holen? Nee. Nicht schade. Da. Ich hätte mein Lieblingsbild dazu. Das kannst du danach holen. So, Moment. Okay, sehr schön. Wie wird das eigentlich sozusagen zu einem ethnografisch relevanten? So. Ich? Das ist natürlich ein tricky Ding, weil dieses Bild, weil wir hier Objektaufnahmen aus der Sammlung haben. Im Endeffekt, ganz allgemein zur Fotografie dazu gesagt, es gibt nicht sowas wie ein nacktes Bild oder ein nacktes Auge. Das heißt, wir haben eben hier in der Volkskunde die ganzen Materialien, mit denen wir es zu tun haben, haben relativ viele Anlagerungen rundherum, die zur Steuerung der Bildlesbarkeit beitragen. Also habe ich dann dieses Foto von diesen drei, oder sind es hier drei Fotos von so Glasfläschchen, habe ich so ein Foto von so einer Glasflasche vor mir liegen, dann ist es ein Foto von der Glasflasche, ob das die jetzt von der Mitzitant ist, von der Oma, oder ob ich mir die gemacht habe, diese Aufnahme, um das Motiv abzumalen, das
bestimmt eben dann das Wissen, das rundherum vorhanden ist. Und in dem Fall habe ich diese Fotografien aufgeklebt auf einen sogenannten Untersatzkarton. Das ist in unserem Fall ein Archivkarton. Ich glaube, das müsste man lesen können. Also da unten liest man im Österreichischen Museum für Volkskunde, Fotothek, der klar macht, dass dieses Bild Teil dieser Sammlung ist. Und allein diese durch dieses Kontextmaterial angegebene Statusänderung macht es zum wissenschaftlichen Bild. Weil damit wird es eingeordnet, es kriegt dann eine Bezeichnung unten dran, kriegt sogar in dem Fall einen Publikationshinweis. Und diese ganzen auch so banal und klein, diese oder im Vordergrund nicht sagen, diese Informationen scheinen mögen, die machen daraus erst ein wissenschaftliches Bild. Sonst ist es irgendein Foto irgendeiner Glasflasche. Hier ist es das Foto dieser Glasflasche aus dieser Region in dieser Sammlung drinnen. Das heißt, es geht um die ethnografisch relevanten Informationen, die auf diesem Bild drauf sind, die werden damit betont und dann im nächsten Schritt rauslesbar gemacht. Jetzt darfst du dein Lieblingsbild. Jetzt darf ich mein Lieblingsbild holen, genau. Das haben wir da wieder weiter oben. Wenn ich mich nicht erinnere. Nein, wir haben sehr runtergeholt. So. Das ist das Theater, das wir veranstalten wollten, damit unsere Führung ein bisschen lebendiger wirkt. Wir waren doch brav und haben es vorbereitet. Dann brauche ich den Ordner 1. Angehen. Nein. Der Ordner 1. Okay, es wird wieder auftauchen. Ich werde es später reinkriegen, beziehungsweise man kann das auch über den Katalog lösen. Das ist eine Fotografie, die ganz am Anfang in das Museum hereinkam. Und zwar von einem Vereinsmitglied, dem Herrn Nunwart, der in Urfa in Linz ein Fotografenatelier betrieben hat. Und dieser Herr Nunwart hat Privatfotografien gemacht für Menschen, also Hochzeitsaufnahmen, Familienbilder und alles Mögliche. Und hat 5 Fotografien dem Museum und seiner Fotosammlung gestiftet, unter anderem dieses Bild hier von Max und Mitzi Mustermann, die ihr Privatbild bei dem Herrn Nunwart fertig haben lassen. Der behält das natürlich dann zurück, weil die Glasplatten im Atelier bleiben, um vervielfältigt werden zu können. Und davon hat er Abzüge im Museum bestimmt, hat das geschenkt. Und das Spannende ist eben genau diese Bildunterschrift, Oberbrautbau aus Oberösterreich. Sobald diese Bildunterschrift draufkommt, kommt einerseits der Wechsel von der kommerziellen Privataufnahme zur wissenschaftlichen Aufnahme. Und was noch dazu passiert, ist, dass eine Typengenerierung stattfindet. Das heißt, ich habe nicht mein individuelles Brautpaar mit seinen ganzen interpretativen Kassien, das Bild als ein privates Erinnerungsbild, sondern das sagt jetzt, das hier ist ein oberösterreichisches Brautpaar und in der Umkehrung, ein oberösterreichisches Brautpaar schaut so aus. Genau, ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, um überhaupt über Typenfotografie und Volkstypen zu sprechen. Das war ja ein wesentliches Thema auch in der Ausstellung gestellt. Und ich glaube, das sollten wir kurz mal nochmal erklären. Ja? Also was ist eigentlich das, was ist dieses, was hat es mit diesem Volkstypen auf sich? Und du kannst ja vielleicht nochmal aus eurem reichhaltigen Bestand ein Beispiel für so eine Typenfotografie uns zeigen. Genau, und holen wir ein bisschen was her. Meinen Lieblingsfotografen Julius Dukiewicz, das war ein kommerzieller Fotograf, der war in der heutigen Ukraine in Galizien unter Bukowina unterwegs und hat im Auftrag der Polnischen Akademie der Wissenschaften im Zusammenhang damit auch mit ethnografischen Ausstellungen, mit einer ethnografischen Ausstellung in Kolomea, auch in Galizien, um 1880 Aufnahmen dieser Art hier gemacht. Das sind diese Volkstypenaufnahmen. Der ist relativ zentral, weil der sehr stark vertreten ist in der Fotosammlung des Museums. Genauso ist Galizien ganz stark vertreten. Hat ein bisschen mit der Exotisierung dieses hier abgebildeten Bergvolkes zu tun. Und die Fotosammlung des Museums hat relativ viele dieser Aufnahmen, die basal gesagt Trachtendarstellungen sind, Menschen. Ja, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, also einige von Ihnen sind ja natürlich Experten in der Fotogeschichte. Das ist ja ein ganz konventionelles Format einer sozusagen Kartekabinett.
genau, einer Fotografie, wie sie eben im 19. Jahrhundert die Leute als Erinnerungsbilder von sich haben anfertigen lassen. Ja, also eigentlich eine private, in gewisser Weise von einem, privates oder von einem kommerziellen Fotografen, aber ein privates Bild, was, wie es eben damals üblich war, ja vor, vielleicht ist das tatsächlich, ist es eine Leinwand hinten hinter denen? Das ist ja was, oder die sitzen aber auf Gras, oder? Also, in dem Fall sind sie draußen, aber sie sind im weißen Hintergrund gestellt. Ja, also weiß ich, hast du einen, ach, das ist vielleicht ganz genau, schön, das können wir jetzt zeigen, da sieht man diese Hintergründe, diese Leinwände sehr gut. Ja, also das war ja üblich, dass man sozusagen in einem Fotografenatelier war und es wurde hinter einem eine Landschaft sozusagen aufgerollt und man hat noch vielleicht einen Stuhl oder hier, der Mann hat sozusagen etwas ein Säulchen, um den Arm abzustützen. Ja, das waren so ganz typische auch Positionen, die man eingenommen hat, um sich als Individuum fotografieren zu lassen. Und das ist doch interessant, wieso ist das jetzt ein Volkstyp? Genau. Was da passiert ist, also einerseits ist das kommerzielle Privatbildnis, das aber auch so ein Schauspielerporträt und Herrscherinnenporträt damals auch noch mitbehalten. Also ein ganz anderer Typ, vor der eben vor allem auf die Individualität abzielt. Das ist die Porträtform, die einfach gang und gäbe war und in die der Fotograf dann Bevölkerungsmitglieder, das sogenannten Huzulen oder Ruthenen, das sind die Bevölkerungsgruppen, die es geht, hineingestellt hat, weil die im Zuge der Nationalstaatsbildung, der Nationalismus des 19. Jahrhunderts wird, wir hören gerade, wir haben eine Frage aus dem Publikum, die greift wir dann nachher gleich auf, ich versuche nur den Bogen hier noch zu schließen, wird Differenzproduktion notwendig. Und für diese Differenzproduktion brauche ich auch Erkennbarkeiten. Und darüber wird diese Typenbildung eingeführt. Die Ethnographie macht das Gleiche. Sie versucht, Bevölkerungsgruppen zu beschreiben, von Haus, Hof, Sitte, bis hin dann die rassische Anthropometrie, versucht das noch auf Gesichtskonfigurationen zurückzuführen. Und all das trägt zu diesen Typisierungen bei. Und quasi die populäre Variante davon, die eben in dieser Abwandlung, ist in so einer Mischung aus einerseits der privaten Fotografie im kommerziellen Studio und anders. Darf ich kurz? Lass uns kurz die Frage nehmen, eben weil du machst mit den anthropometrischen Sachen. Ist das ein Kommentar im Chat oder möchte die Person selber die Frage stellen? Die Glasplatten. Herbert, die Glasplatten. Wollen wir das nach hinten schieben oder jetzt reinziehen? Die Frage nach den Glasplatten. Ich würde das gerne ein bisschen später beantworten. Okay. Dann gehen wir später mal ein bisschen mehr auf Technik ein. Und kurz hier noch so zwei bildliche Traditionen, die sich eben in diesen Volkstypenaufnahmen mischen, die in unterschiedlichsten Formen auftauchen, eben von wissenschaftlich bis kommerziell. Einerseits haben wir hier schon eine Porträttradition der kommerziellen Fotografie zu sehen, wie eben auch Schauspielerinnenporträts oder Aristokraten, ähnliche dargestellt werden, die eben in diesen Studios aufgenommen werden. Und andererseits gibt es dann die anthropometrischen Aufnahmen, die es wirklich streng wie kriminologische Aufnahmen frontal und von der Seite zeigen, die in dem Fall Subjekte, die sie darstellen. Und das vermischt sich auf unterschiedlichsten Ebenen dann zu dieser Art der Volkstypendarstellungen und die zirkulieren. Die zirkulieren wie verrückt im 19. Jahrhundert als Postkarten in den unterschiedlichsten Formaten und machen Erkennbarkeit auf. Also das wesentliche Signum dieser Bilder ist der da. Aber die zirkulieren die auch als Postkarten, die anthropometrischen Aufnahmen? Nein, aber sagen wir die Tatsache, dass du eine Typologie entwickelst, dass du sagst, ich habe eine Person, die für eine größere Einheit steht als Stellvertreterin. Okay. Klar, wir haben natürlich ganze Scouten und die sozusagen kriminologische Fotografie oder das auch da sozusagen die Überlagerung von verschiedenen Bildern, um sozusagen die idealen in Anführungszeichen Verbrecher zu ermitteln. Aber interessant, wir haben ja auch die Frage bei uns für unsere Führung. Nicht messbare Daten. Nun würde man ja sagen, Anthropometrie ist ja genau das Verfahren, was ja eigentlich diese Messbarkeit verspricht. Ja. Also das sozusagen das Umsetzen der Fotografie in Zahlen, ja. Um daraus dann sozusagen Merkmale ableiten zu können, eine Typisierung vornehmen zu lassen.
Ja, das wäre die Idee gewesen der Anthropometrie, die sozusagen über Fotografie Körpermerkmale messbar macht. Beginnt im 19. Jahrhundert, einer der prominentesten Texte, das von Gustav Fritsch, der das 1872 schon analysiert. Und das Interessante bei dem Text ist, dass, obwohl es dann weiterläuft und verwendet wird, der damals schon große Zweifel anmeldet an dieser Methode. Und der Messbogen, den ich hier gerade zeige, der zu den Fotografien gehört, die wir vorhin gerade haben, das ist 1916, eine Expedition während der Kriegszeit in das Balkangebiet, wo albanische Milizionäre bei der Habsburger Monarchie vermessen werden. Und da ist das Interessante, dass die zwei Forscher, die das machen, einer der spätere Direktor des Museums Arthur Haberland, dass die beiden anmerken, ja, wir haben diese Fotos gemacht, wir haben sie korrekt nach den Anleitungen, wie man die sogenannte Frankfurter Messung durchführt, gemacht, aber wir können es nicht wirklich verwenden. Das bringt eigentlich nichts. Und das heißt, diese Frage, kann man Fotografien korrekt in Daten übersetzen, geht für diese Zeit, wird gemacht, wird durchgeführt, funktioniert aber nicht ganz korrekt und findet dann sagen, in dieser Absurdität, wo sich diese ganzen Rassenüberlegungen hinbewegen, mit Bildern, die wir hier haben, von einer Schülerin des damaligen Museumsdirektors, des Herrn Michael Haberland. Der Sohn war eben auf der Expedition, die ich gerade erwähnt habe, unterwegs, der Arthur Haberland. Und das sind Aufnahmen von Marie Huber. Und das Interessante ist, die schauen hier jetzt schön typenhaft aus, aber was man sieht, es ist weder eine Messlatte daneben noch andere Messgeräte. Und wir kennen aus dieser Serie von Fotografien von Marie Huber auch zum Beispiel diese Aufnahmen hier, wo nicht nur wegen der Bildqualität, sondern einfach wie diese Personen vor einem anderen Hintergrund dargestellt werden, dass sich diese ganze Idee der Anthropometrie da relativ schnell auflöst. Und in der Volkskunde die Anthropometrie in den Hintergrund tritt und sich damit sagen dann die nochmal diese Frage nach dem, wie das wirklich berechenbare Daten sein könnten oder eben nicht sind, nicht mehr stellt. Also das ist die Volkskunde im 19. Jahrhundert beginnt, dass sie ganz nah an die Statistik ranrückt. Das verliert sich irgendwann bei den Bildern. Also diese Daten, die da generiert werden, sind nicht in der direkten Form übersetzbar. Zumindest ist das mein momentaner Wissensstand. Ich würde vielleicht dieses Objekt hier gerne mal reinbringen in die Diskussion. Ich glaube, das ist ungefähr dieselbe Zeit, oder Herbert? Ist das nicht auch Erster Weltkrieg? Genau, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich würde sagen, also diese Verrechenbarkeit, wie gesagt, das ist für uns so die Frage gewesen in den Diskussionen, kann man mit diesem Datenbegriff bei der Volkskunde, bei der volkskundlichen Fotografie arbeiten? Ich würde das mit einem Jein beantworten. Ich würde sagen, jegliche Form von Interpretation ist auf eine gewisse Art und Weise eine Datengenerierung über diese Bilder. Aber wirklich verrechenbare Daten gehen sich nicht aus, weil sonst müssten wir, also nehmen wir jetzt die rassistischen Untersuchungsmethoden mal ernst, dann müssten die riesige Studien fahren und sie zählen so viele x-förmige Augenbrauen, so viele violette Augenbrauen und so weiter, sind in dieser Region und wir machen eine Häufung. Das wird natürlich nie so durchgeführt und kriegt auch seine Absurditäten eben mit diesen Aufnahmen der Marie Huber, wo man sieht, die werden einfach in dem Dorf, das ist ihr Heimatdorf Bad Fusch im Salzkammergut, die werden dann plötzlich von einem Rassentheoretiker der Nazis herangezogen als Beispiel für den dinarischen Typus. Also wo so ganz komische Unschärfen die ganze Zeit da sind, wo man merkt, das ist alles relativ windschief. Was allerdings interessant ist, da hast du den schönen Begriff, ist das jetzt schon das Stichwort für die Homogenität? Nee. Das können wir jetzt machen. Ich wollte, genau. Du wolltest auf was anderes raus? Ja, aber macht ja nichts. Also interessant ist ja, Herbert hat das ja eingangs, als wir die Frage hatten, okay, was ist eine ethnografisch relevante Fotografie, schon erwähnt. Ne? Also dass man die Aufnahmen vereinheitlicht, indem man sie auf diesen einen Karton zieht. Ich glaube, es ist auch immer dieser selbe Karton bei euch, oder? Genau. Ich weiß jetzt nicht, von wann der 50er. Ist. Aus den 50ern. Ah ja, sehr schön, ja. Es gibt da also standardisierte Felder. Vielleicht kannst du zu diesen Feldern was sagen. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Ne? Also es ist sozusagen es muss immer etwas angelagert werden, ja, an diese Fotografien. Also wenn wir sie nur als lose Fotografien hätten, würde das recht wenig hier in dem System der Fotosammlung sagen, sondern
Sie muss sozusagen in eine Klassifikation eingebunden werden, mit bestimmten Informationen angelagert werden, um überhaupt sozusagen zu Daten für die Volkskunde werden zu können. Das Interessante vielleicht an dem Objekt auch noch, also hier gibt es zwei verschiedene Ebenen, also wenn wir dieses Objekt, was gerade drin liegt, betrachten, weil das ist vielleicht, also wenn Sie sich das groß machen, ist das hoffentlich auch für Sie erkennbar, das sind eigentlich sozusagen Fotos von Fotos, das ist ja auch immer beliebt, und zwar sind das alle, Porträtaufnahmen und Stile, gewissermaßen diese anthropometrischen Aufnahmen, wenn man so will, jetzt, wenn auch nicht ganz streng, so wie die du vorher gezeigt hast, die eben mit, vielleicht sehen Sie das, wenn Sie sich das vergrößern, mit Reißzwecken ursprünglich irgendwo angepinnt wurden, und die haben auch alle eine Nummer bekommen, also sie sind durchnummeriert. Das ist ja auch so ein Kennzeichen von Ordnung. Ja. Jetzt ist die Frage, wissen wir etwas zu dieser Nummerierung, wissen wir etwas zu dieser Anordnung? Ich habe das versucht zu recherchieren und herauszufinden. Leider habe ich damals relativ wenig herausgefunden, aber man kann sagen, für die Fragen, die du da aufgeworfen hast, was sozusagen diese in Ordnung bringen, da gibt's, sind diese Bildbeispiele hier recht spannend, weil sie einige Dinge miteinander verknüpfen. Einerseits ist es nochmal quasi schon auf der Ebene des Fotografierens die Aufbereitung des Motivs. Das heißt, ich habe hier überall diese weißen Hintergründe, und damit werden diese Personen in Trachten, um die es geht, das sind Typendarstellungen, werden diese Personen in Tracht herausgelöst aus anderen Kontexten. Ich habe eine komplette Konzentration nur auf dieses eine Motiv oder diesen einen wissenschaftlichen Gegenstand, in dem Fall eben Trachten einer bestimmten Region, die einmal von vorne, einmal von hinten, einmal von der Seite gezeigt werden. Und die dann mit diesen Reißzwecken auf einer Fläche nochmal zusammengefügt werden, um Auslesbarkeit und Vergleichbarkeit herzustellen. Und das ist in dieser Typenproduktion, wir haben vorhin diese Bilder in den Studioaufnahmen gesehen, die kommen dann relativ oft, wenn sie publiziert werden. Sie sehen hier diese eine Aufnahme, ich hoffe, das kann man sehen, das sind diese beiden Typen vor komplett weißem Hintergrund. Und wenn diese Typenaufnahmen in Studios gemacht werden, dann werden die Studienhintergründe oft retuschiert, um auch so genauso eine isolierte Situation herzustellen. Das heißt, ich mache zwar keine mathematisch genaue Datenauslesung, aber in der Herstellung der wissenschaftlichen Objekte und Gegenstände gehe ich genauso vor, dass ich eine standardisierte Form erzeuge, anhand derer ich dann sage, okay, das ist eine Huzulin aus Werchowinja, die einen Brautschmuck trägt und ähnliche Dinge. Diese Erzeugung dieses einheitlichen Hintergrunds, das ist ganz interessant, vielleicht wenn Sie das sehen, ich habe jetzt meinen Finger daran gehalten, ich hoffe, das machen wir ein bisschen größer. Genau. Das ist sehr schön, weil Sie sehen sozusagen diese Strategien, die der Fotograf aufgewendet hat. Also es hat so Laken. Du müsstest drehen, tut mir leid. Genau, hat so Laken aufgehängt, um die Person davor porträtieren zu können. Ja, also oder man versucht irgendwie einen möglichst neutralen Hintergrund zu schaffen. Das Interessante ist, dass dieses Verfahren eigentlich total gängig ist, nicht nur in der Volkskunde, sondern beispielsweise auch in der Archäologie, um sozusagen ein Objekt, das kann auch ein Objekt sein, aus dem Kontext zu lösen. Und das hat natürlich auch einen praktischen Moment, weil Herbert hat schon die Retuschen angesprochen, also um Bilder dann auch publizieren zu können, wurden die dann sehr häufig freigestellt. Und wenn man einen einheitlichen Hintergrund hat, vor dem sich sozusagen das Objekt, was man freistellen will, gut abhebt, hat das auch eine erhebliche Arbeitserleichterung dann sozusagen zur Folge. Und man kann sozusagen komplett auf dieses eine Objekt reduzieren. Ich glaube, wir haben irgendeine Anmerkung im Chat. Ich kann es nicht genau sehen. Im Chat haben wir eine Anmerkung. Kam gerade was rein. Dann schauen wir gleich mal nach. Wir haben die Technikfrage, die wir noch beantworten müssen. Ich muss mich leider verabschieden. Das habe ich in den Chat geschrieben. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Es tut mir schrecklich leid. Aber es ist 4 Uhr und ich muss leider noch was tun heute. Ja. Morgen ist Sonntag. Ja. Danke. Danke. Schrecklich leid. Auf bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
Also es war ein ganz gängiges Verfahren, was wir ja nicht nur bei Personen haben, sondern eben auch bei Objekten. Aber vielleicht hast du noch ein Foto mit so einer Retusche. Ich suche das. Das wäre toll. Weil wird eigentlich sehr schön deutlich, welche, also häufig konnten Fotografien eben erst in einem wissenschaftlichen Kontext auch verwendet werden, wenn sie tatsächlich bearbeitet wurden. Das sieht man rundherum, also sagen, das, was weiß ist, das verschwindet dann aus dem Bild und wird einfach in der Darstellung aus. Also im Endeffekt ist es nichts anderes als Photoshop auf einer Leiter. Ich habe Bildbearbeitung, also sagen, seit man glaubt ja oft, das analoge Bild wäre noch wahrhaftiger als das digitale Bild, aber was die Fotografie von Anfang an begleitet, ist die Retusche und die Bildmanipulation. Also das ist von Anfang an Bestandteil. Und da haben wir hier diese Retuschen, plus gibt es dann hier diese kleinen Pfeile noch, die dann zeigen, wo das Bild abgeschnitten wird für den Druck. Das wäre vielleicht jetzt aber auch ein schönes Beispiel, um nochmal auf die Homogenisierung in der Sammlung sprechen zu können, weil das ist ja auch mal eine der wenigen Fotografien, die nicht aufgezogen ist auf diesen euren typischen Karton. Dann kann man das kann einfach deutlich auch zeigen, die Rückseite. Was eigentlich die klassische Rückseite von diesen sozusagen Kabinett Fotografien ist. Also es gibt da sehr viele Informationen drauf, also immer zum fotografischen Atelier, also wer das Foto gemacht hat, ne? Also auch als Urheber vermerkt, aber auch Zusatzinformationen hier, ich kann es jetzt im Kopf nicht lesen, aber handschriftlich vermerkt mit verschiedenen Nummern. Und das wird ja alles aufgeblendet. Bauern aus Berhomet am Prut. Ja. Genau, das wird alles ausgeblendet, wenn das Foto dann auf diesem Karton aufgezogen das wird. Das ist ja relativ dick und ich weiß nicht, was es in der Kamera jetzt so packt, aber da sieht man, dass das abgeschnitten, also da ist einfach ein halber Millimeter von diesem Untersatz, der Untersatzkarton hier ist ein circa Millimeter dick und der ist aufgespalten worden. Wie die das gemacht haben, ich habe keine Ahnung, aber sie haben es jedenfalls auseinandergenommen, um in diese Ordner hier einfach dann 100 Stück reinbringen zu können. Und ich glaube, dass ich so dicke Kartons habe, dann bringe ich einfach keine 100 Stück in einen Ordner rein. Also muss ich Platz schaffen für die Logik des Archivs. Und interessant ist ja auch, ich glaube, hier steht ja der Name des Fotostudios drauf, glaube ich. Ne? Genau. Aber häufig, ihr habt ja eigentlich bei den Bezeichnungen, in diesem Formular gibt es ja nicht kein Vermerk für Fotograf. Also, gibt es an und für sich schon Aufnahme? Achso, weil hier steht ein Datum. Ne? Oder genau, Datum und drüber ist Aufnahme. Also es gibt schon die Verzeichnung zu den Fotografen. Geben würde es das. Achso, weil da steht eine Nummer drin. Genau, ist nicht scharf gemacht worden. Ah, okay. Das ist eben das Problem. Also es gibt, also einerseits, es sind nur rudimentäre Informationen. Also wir haben Ort veröffentlicht in, müsste es euch heißen, die Signatur plus dann Aufnahme, damit es gemeint, wer der Fotograf ist und das Datum. Das Schwierige ist nur, in den meisten Fällen fehlt diese Information. Hier ist es der Verweis auf die erste Nummer dieser Reihe, aber in den meisten Fällen fehlt das. Das heißt, wir haben... Genau. Ich würde darauf kurz, bevor du das Inventar zeigst, nur kurz sagen, ich denke, das ist so ein wesentliches Merkmal letztlich auch der Sammlung und des Verfahrens, dass man diese Informationen eigentlich eher ausblendet. Ja, sie werden eigentlich in der Logik der Sammlung nicht als wichtig angesehen. Ja? Du musst nicht wissen, wer der Fotograf war von dieser Aufnahme, um die dann als einen Typus verwenden zu können. Und das, glaube ich, drückt sich da, lässt sich daran auch aus, dass diese Felder einfach nicht weiter gepflegt wurden. Genau. Ja. Also es gibt, interessanterweise muss man, also es sind immer so, diese ganzen Informationen, die wir da haben, sind immer so ein bisschen fragmentarisch oder widersprüchlich. Es gibt auch schon im 19. Jahrhundert solche Formen von Urheberrechtsstreitigkeiten. Und auch bei der anthropologischen Fotografie ist es so, dass gerade dieser Fotograf Julius Dudkiewicz sich bei den Wissenschaftlern aufgeregt hat, dass sie seinen Namen nicht verwenden. Das macht ihn aber quasi jetzt epistemologisch nicht interessanter, sondern geht es einfach, weil er ein kommerzieller Fotograf war, um den seine Verwertungs- und Verkaufsmöglichkeiten. Aber wir haben halt dann hier relativ rudimentäre fotografische Informationen, zum Beispiel Fotografie Schlagring aus Oberösterreich aufgenommen, das Museum für österreichische Volkskunde. Das heißt, wir nehmen an, dass Pustertaler unten haben wir fotografische Trachtenhäuser, Studien aus dem Pustertaler Tirol.
Das sind auch dann in den meisten Fällen die einzigen Informationen. In dem Fall ist eben kein Fotograf dabei. Es ist nicht genau, welches Haus das ist, angeführt. Wir haben bei vielen Sachen solche Einzelheiten. Es gab ja auch Haustypen. Es ist ja nur eine Fortsetzung dieser typologischen. Genau, die Typologie. Die Typologie typologisches Denken war in der Anthropologie, aber auch über die Anthropologie hinaus, beziehungsweise Volkskunde, männlichen Wissenschaften, das war einfach gar nicht gegeben. Das ist diese Frage Milieu und Typus und ähnliche Sachen. Und das ist ja ganz stark. Und es ist das Haus im Pustertal, das einzige Haus im Pustertal ist nicht das einzelne Haus im Pustertal, schon steht für den Haustypus im Pustertal, wie im Pustertal Häuser also ausschauen sollen. Und diese Typologisierungen, die gehen in der Volkskunde überall durch. Und das wird auch dann später immer präziser, bis man draufkommt, naja, ganz so stimmt es nicht, das ist alles viel ausdifferenzierter und individualistischer. Aber in der Zeit wird halt, ich suche mich jetzt gerade noch nach das. So schaut das dann aus. 74 Stück fotografische Typen und Kostümbilder aus Albanien und Montenegro. Geschenk von Herrn Hofrat Steindacher. Das sieht halt dann genau, also das ist einerseits ein Beispiel für dieses klare der Typus und das Volkstypus als klares Genre und als klare wissenschaftliche Kategorie einerseits und andererseits auf die extrem rudimentären Informationen, die da im Inventar vorhanden waren. Natürlich haben die zum Teil sehr viel mehr Informationen gehabt, also die Sachen kannten und ähnliches, aber für eine Persistenz des Wissens geht da über diese Inventarbücher wahnsinnig viel verloren, was einfach dafür spricht, es ist sozusagen der Typus eine Erkenntniskategorie an sich. Ich weiß, das ist ein Typus. Ich weiß, die stehen für etwas Bestimmtes. Und ich brauche nicht den ganzen Apparat der Auslesung, den wir jetzt machen müssen, um drauf zu kommen, wie funktionieren diese Bilder überhaupt. Gut, also wir machen es ja mit unserem spezifischen Erkenntnisinteresse. Aber wenn ich jetzt sozusagen mit diesem aus der volkskundlichen Perspektive der Zeit gucke, dann ist es ja eigentlich eine Hilfestellung, wenn ich diese sozusagen Kontexte rausnehme. Weil mich das ja eigentlich erst befähigt, überhaupt diese so eine Art Typisierung auch vornehmen zu können. Ja? Also man muss ja auch eine Merkmalsreduktion vornehmen. Also wenn man das ist ja immer ein interessanter Punkt bei der Fotografie, weil die Fotografie hat ja immer diesen Überfluss, ja, immer diese Mehrdeutigkeit. Was ja im wissenschaftlichen Einsatz der Fotografie ja immer wieder diskutiert wurde. Ja, kann die Fotografie überhaupt das zeigen, was für die jeweilige Wissenschaft wichtig ist. Wie ist das? Gibt es, also kannst du das sehen in der Sammlung oder in der Auseinandersetzung damit? Gibt es da sozusagen Reibungsflächen, ja? Wo sozusagen das Foto sich dieser Typisierung entzieht, wo irgendwie irgendwas passiert, ja? Also wo es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was versucht wird und dem, was die Fotografie in dem Moment darstellt. Also da gibt es unterschiedliche Ebenen. Also einerseits ist es ist recht schwierig, dem auf die Spur zu kommen. Weil wenn ich so eine Trachtendarstellung habe, was man ganz selten findet, ist eine genaue Aufschlüsselung, was denn jetzt die einzelnen Teile sind. Also ich habe eine Fotografie, da sind ein paar Bezeichnungen auf die Fotografie eingetragen. Sonst bleibt es zwar recht rätselhaft und nebulos, wozu sie denn wirklich dienen. Sind sie Zeigeobjekte, die dann ganz genau zeigen, dieses Stück Tracht heißt so oder so? Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass man auch immer wieder so ein leichtes Gefühl kriegt, sie wissen gar nicht so genau, was diese Bilder sind. Ah, und ich merke gerade, wir haben noch 5 Minuten bis zum Ende. Also es ist relativ schwer auslesbar. Was man merkt, es sind Legitimationsobjekte, sind zum Teil Zeigeobjekte auch, aber Sie scheinen so eine fast, sie haben ein legitimatorisches Gewicht. Es müssen so viel wie möglich Bilder hineinkommen im 19. Jahrhundert in die Zeitschriften. Gleichzeitig haben sie so wenig Geld, dass sie kaum reinbringen können. Sie sammeln sie aber wie wahnsinnig eben hier in dieser Fotosammlung. Sie streiten sich zum Teil bei der Auslesbarkeit, bei dem, was ist ein einzelnes Bild überhaupt. Und das war zum Beispiel ist insofern ganz interessant bei Raimund Friedrich Keindl, ist das ein Cembalspieler, ein huzulischer Cembalspieler oder huzulischer rutenischer Cembalspieler.
Und auf einer Postkarte von Leon König, auch aus Czernowitz, also aus der gleichen Gegend eigentlich, ist das ein Rumäne. Also sagen die Objekte, die Subjekte oder die wissenschaftlichen Gegenstände wären einfach unscharf, weil der Gegenstand dort unscharf ist. Das zieht sich in der Fotografie weiter. Und diese Bilder zirkulieren dann aber irgendwann einmal auch ohne diese Informationen dazu als Postkarten, nämlich auch unbeschriftet. Das heißt, es hängt dann nur mehr ab von dem Wissen, das angebracht wird, das appliziert wird ans Bild, um drauf zu kommen, was das ist, was natürlich heißt, dass der Gegenstand irgendwann total verschwindet. Die Identitäten verschieben sich. Genau, genau. Aber vielleicht wollen wir kurz auch noch mal in die Runde fragen. Ja, sehr gerne. Wir haben einerseits diese Frage nach den Glasplatten, aber gibt es sonst noch mehr Fragen? Wir schauen zu unserer Regie. Nein, okay. Dann gehen wir einfach auf die Glasplattenfrage ein. Vielleicht dürfte ich meine Glasplattenfrage kontextualisieren. Also ich beschäftige jetzt mich dann im nächsten Semester in meiner Masterarbeit mit dieser Verflechtung zwischen Ethnologie, Anthropologie und Missionaren in Österreich. Und in einem Missionsarchiv in Mödling habe ich zum ersten Mal diese Glasplatten gesehen, von denen ich super begeistert war. Und was ich mich dann gefragt habe, also ich musste mir erst genau anschauen, ich müsste mal systematisieren und schauen, wo die überhaupt aufgenommen worden sind. Aber was ich mich gefragt habe, ist, in welchen was man da gesehen hat, also die 10, 15, die ich jetzt gesehen habe, waren vor allem Fotografien aus den Missionsgebieten. Das heißt, das haben diese Missionare, weil sie eben wissenschaftlich geforscht haben, das ist vor allem in Wien so eine spezielle Verbindung, haben sie Aufnahmen gemacht. Also es waren Privataufnahmen und auch Aufnahmen im wissenschaftlichen Kontext. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie diese Glasplatten überhaupt funktionieren, beziehungsweise mit welchem Gerät die aufgenommen worden sind. Also nimmt man dann eine riesige Maschine mit sich mit? Braucht man da Glasnegative? Und genau, das war das so, um ein bisschen zu kontextualisieren. Da gibt es eine Antwort, nämlich so schnell nicht zu beantworten. Einerseits müsste ich wissen, was für Glasplatten das sind, weil es da zwei Stufen gibt. Es gibt das sogenannte nasse Collodium-Verfahren. Das ist quasi das erste halbwegs taugliche fotografische Verfahren nach dem ersten fotografischen Verfahren. Das war die Daguerreotypie, das war ein Unikatverfahren. Insofern nicht sonderlich tauglich, weil man es nicht reproduzieren konnte, was eine der wesentlichen Qualitäten der Fotografien ist. Also die Glasplatte ist ein Negativ. Das wird dann in einem über einen optisch-chemischen Prozess werden da mehrere Abbilder draus gemacht. Also die Multiplizität ist ein wesentliches Kriterium. Das ist eben dieses erste Verfahren, das ist das nasse Collodium-Verfahren. Das ist wahnsinnig aufwendig, weil ich diese Glasplatten im Feld selber präparieren muss. Ich muss sie mit einer Emulsion begießen, ich muss sie belichten, ich muss sie sofort chemisch weiter bearbeiten, um dann dieses stabile Glasplattenbild zu erhalten. Ab den 1880er Jahren gibt es das sogenannte Trockenplattenverfahren. Das macht es wesentlich einfacher, weil ich muss nicht mehr mit so einem riesen Leiterwagen oder von einem Esel oder wie auch immer gezogenen Wagen durch die Gegend fahren, sondern ich kann so eine kleine Umhängekamera mit so einer kleinen, also klein, es ist immer noch so ein Teil, dieses Ding, plus dann habe ich halt Behältnisse, wo ich meine vorgefertigten Glasplatten drinnen habe, mit mir herumnehmen kann. Da Sie von Anthropologie reden und Missionaren, vermute ich, das wird zurzeit der Trockenplatte sein. Die sind vorkonfiguriert, auf die nehme ich mein Negativ auf. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann gehe ich in eine Dunkelkammer oder auch ein anderes Verfahren, vergrößere die, trage, also übertrage sozusagen dieses negative Bild in ein Positiv auf eben einem Fotopapier, das dann mein weiterverarbeitungsfähiges Bild erzeugt. Das ist relativ kurz. Gern hier in der Fotosammlung vorbeikommen, dann kann ich das nochmal deutlicher erklären. Oder sonst in der Fotoliteratur gibt es zur Technik einiges an Literatur, aber meine E-Mail-Adresse ist auf der Homepage vom Museum leicht zu finden. Da kann man mich auch gern anschreiben für weitere Infos dazu. Vielen Dank. Erster Hinweis oder gibt es noch eine präzisere Frage? Nein, das war schon sehr gut. Vielen Dank. Bitte gerne. Wie? Also danke erstens für den super Vortrag, beziehungsweise super auch die technischen Mühen, die ihr hier gemacht habt. Ich finde, das hat super geklappt, euch von drei Seiten zu besichtigen. Interessant. Darf ich jetzt einhaken? Ist es nicht zu verwirrend, wenn man da drei Bilder gleichzeitig hat? Also für mich persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen, gerade das mit den Binnen war noch einmal ein wichtiger Hinweis. Also ja, dann okay. Wollte ich erstens sagen, also
super, dass man immer alles kritisch auch betrachtet, das ist eh klar. Aber es tut mir dann auch immer ein bisschen leid, wenn eine Sammlung nur vorgestellt wird, was man alles nicht weiß. Also eure Sammlung ist ja eh großartig, super beschriftet und alles. Also so, du weißt, worauf ich hinaus will. Selber ist man dann oft so hyperkritisch, das wissen wir nicht, das wissen wir nicht, wir wissen ja eh viel. Und wenn man hinten den Namen vom Fotografen runterlöst, macht das nichts, weil er vorne ja eh noch einmal drauf gedruckt ist. Also so, das ist noch so ein Hinweis. Also ich weiß, dass man in der Präsentation ja gern auch sich selbst halt kritisiert oder die eigene Einrichtung. Aber das wollte ich nicht fragen, sondern ich wollte fragen, jetzt noch einmal ein tiefer gehend, es geht ja um Normen und Skalen, Grenzwerte. Die Beschriftung war zum Beispiel Bäuerin und Bauer oder Bürger aus irgendwo. Hat man sich eigentlich auch Gedanken gemacht über die Kategorisierungen, die hier vorgenommen worden sind? Bauer oder Bürger oder so, das sind ja Kategorien, die mitgebracht werden von den bürgerlichen Ethnografen, Ethnografinnen. So. Und also ich glaube, das wär sozusagen, also wenn wir über Daten sprechen will bei diesen Fotografien, dann glaube ich, ist sozusagen, dann ist ein, also das mit der Verrechenbarkeit ist schwierig, aber man kann sagen, schon von Daten sprechen, indem man sagt, man müsste eigentlich von Datafizierung sprechen. Also diese im digitalen Kameraprozess ist das ja schön beschrieben. Das Bild, das in der Kamera drinnen ist, heißt RAW-File. Und dann kommen erst Übersetzungsprozesse in prozessierbare Bilder, in JPEG oder TIFF. Beziehungsweise gibt es die Metadaten zu den Bildern. Und ähnlich ist es halt bei den Fotografien. Das ist so eine nackte Fotografie, wenn ich eben quasi das Bild hier so bekomme, dann sehe ich da zwei Herren mit Musikinstrumenten drauf. Das kann ich nur einigermaßen annehmen, dass es die meisten wissen, wobei dazu muss ich auch schon wissen, was ein Musikinstrument ist. Und dann kommen eben diese Informationen dazu, wie der Fotograf und der Ort. Und dann eben Musikanten aus, das ist jetzt gerade nicht so interessant, aber sagen, was hier dann an Informationen dazu kommt, ob ich eben Bürger sage oder ob ich Bauer sage oder ob ich Staatsbürger sage. Zwischen Bürger und Staatsbürger ist schon eine große Differenz. Also sagen, all diese Informationen, die da dazukommen, führen dazu, dass zwar Daten hergestellt werden, nämlich ein Bürger in der Region sieht so und so aus, hat aber gleichzeitig auch das Problem, dass natürlich dann dieser eine Bürger hier erzeugt wird und die ganzen Kategorien, die dazugefügt werden, natürlich einen riesengroßen Bias haben. Also dieser Prozess der Datenerstellung, der ist einfach hochgradig schwierig, weil der politischen Prozessen, asymmetrischen Machtverhältnissen und ähnlichen Dingen unterworfen wird. Und da ist ganz interessant, das habe ich für einen dieser frühen Volkskundler untersucht, dass die Volkskunde im Endeffekt genauso mit Prozessen des Otherings arbeitet, wie das die Anthropologie tut. Da wäre vielleicht doch eine Seite aus diesem oder ein Blatt von diesem österreich-ungarischen Nationaltracht nicht schlecht, oder? Das zeigt das doch eigentlich sehr schön. Nochmal sehr plakativ. Also ich rede gerade, wenn der Herbert das Bild sucht. Danke, genau auf das wollte ich hinaus. Und ich hätte noch die Frage, ob man irgendwelche Hintergrundinformationen hat von verschiedenen Serien, wie die Bilder entstanden sind, wie man die Menschen motivieren konnte, sich hier vor dieses Leintuch zu stellen. Dazu gibt also der Volkskunde, den ich da untersucht, der gibt da relativ viel her, weil er da immer wieder so Quellen so zwischen den Zeilen erzählt. Diese Menschen musste man zum Teil bezahlen. Also richtig gehen, sie nennen es selber ein Bestechen mit Glasperlen oder Geld oder sie betrunken machen, damit sie ihre Lieder vorsingen und ihre Geschichten erzählen. Also das ist nicht ganz so wüst, sich vorzustellen, wie das im Kongo abgegangen ist. Aber das sind durchaus, nehmen wir es mal, unscharfe oder unsaubere Praktiken, die da zum Teil unterwegs waren, bis hin auch also Bild- und Persönlichkeitsrechte missachtend. Wir haben einen Zeitungsausschnitt, einen Zeitungsartikel, wo sich ein Ehemann darüber beschwert, dass ein Fotograf das Bild seiner Frau in Tracht, das die gemacht hat als Erinnerung für ein Trachtenfest, dass der das als kommerziell verwertet und als Volkstype verkauft. Das ist nämlich auch nochmal das Interessante dran. Die Bilder, die wir bis jetzt verwendet haben, das ist wirklich die Bergbevölkerung, die sich hier in ihrer eigenen, muss man dazu sagen, Sonntagstracht ablichten lässt. In den Fällen hier oder auch in anderen
sind es zum Teil Komparsen und Schauspielerinnen, beziehungsweise unter lokaler Bevölkerung sind oftmals dann einfach die Bürgermeister oder andere zu verstehen, beziehungsweise die Großbauern, weil nur die können sich die Tracht leisten. Also das ist so, hinter dem, was als Typus zirkuliert, sind unglaublich komplexe Prozesse, die dann im Frontend den Typus entstehen lassen. Im Hintergrund ist das alles total unscharf. Das da hier ist ganz interessant. Das ist eine Serie von 72 österreichisch-ungarischen Nationaltrachten, die halt, sieht man, Steiermark, Oberösterreich und alles Mögliche. Das ist ein Joint Venture von Franz Gaul, dem damaligen Kostümdirektor und Bühnenbildner der Hofoper und gleichzeitig Genremaler, dem, Josef Löwy, einem großen Wiener Fotografen und einem Verleger namens Lechner, die diese Serie herausgegeben haben. Also das ist ein Riesenunternehmen, das da stattgefunden hat. Und fotografiert worden ist das alles mit Kostümen aus dem Kostümfundus dieses Staatsopern-Bühnenbildners, der das irgendwie zusammengesetzt hat. Das heißt, was da eigentlich dargestellt ist, ist relativ unklar. Wenn wir es mal rausnehmen, ich glaube, die Folie spiegelt. Die Folie spiegelt so sehr gut, dann nehmen wir es raus. Da haben wir eben nochmal die Rückseite, da sieht man sozusagen, das ist eine dieser drei Serien, die Nationaltrachten. Das sind Riesenprojekte, die da rausgeführt werden. Wir haben das auch in anderen Versionen noch, wo die Bilder fast seitengroß sind und in Mappen drinnen sind. Und da bräuchte man jetzt wirklich eine Kostümspezialistin, die jetzt sagt, okay, das ist eine oberösterreichische Tracht, aber das Halstuch, das dabei ist, ist eigentlich aus Niederösterreich. Und dann müsste man hier ansetzen, naja, warte mal, aber wo beziehst du denn überhaupt eigentlich deine Informationen her, was hier echt ist und was nicht? Und genau so sind die Wissensbestände auch im 19. Jahrhundert vorhanden. Das heißt, da wird die ganze Zeit mit Erscheinungen operiert, die nicht bestimmbar sind. Und da geht es einfach nur um diesen Typisierungsprozess als Werkzeug von Nationalisierungen, Regionalisierungen und von politischen Prozessen. Rein wissenschaftlich gesehen ist das alles ein ganz großer Mumpitz. Ich würde gerne hier, ich finde, das ist, vielleicht nehmen wir mal diese Karte noch dazu. Das ist ganz schön, schließt so ein bisschen an das, was wir vorhin mit der, sieht man die? Ja. Mit der privaten Aufnahme dieses Paares diskutiert haben. Ne, also man sieht ja ganz deutlich diesen Studio-Hintergrund, diesen gemalten Hintergrund. Man sieht sozusagen, dass das Beiwerk, was der Fotografie beigegeben wurde, also um Atmosphäre zu erzeugen von irgendwie Pflanzenholz. Und das ist ja interessant, dass die Dame da, ich weiß nicht, ich bin ja keine Expertin, irgendwie so eine Art Zuber da in der Hand hält. Und ich frage mich halt, gibt es sozusagen einen Unterschied in diesem Beiwerk auch, was ja in weitem Feld ist es ja gestellt, um jetzt sozusagen in der Sprache deiner Ausstellung zu bleiben, ne, wenn man diese Aufnahmen sieht, die ja speziell auch für so ein volkskundliches Interesse angefertigt wurden, oder diesen privaten Aufnahmen, ja, also hat man jetzt dieser Person dieses Gefäß dazugegeben, weil es sozusagen so ein volkskundlich interessantes Objekt auch verkörpert hat, was sie da halten soll. Ja? Das ist genau diese Schwierigkeit, weil ich vorhin geendet habe mit, das ist alles Mumpitz. Das Problem ist, dass, also bei dem, was hier also die Fotografie selber würde ich als das Frontend bezeichnen, die Prozesse dorthin sind das ganze Backoffice. Und im Frontend, ich kann das zum Teil einfach nicht sagen. Wenn ich nur dieses Bild habe, dann weiß ich, außer ich bin Experte, der vielleicht herausfinden kann, wie das mit der Tracht ist, aber sagen selbst dieses heute noch oder auch damals vorhandene Experten wissen, welches Ensemble es was war. Die haben ihre Kleidung zusammengestellt. Das wird zwar nachträglich typisiert, aber die greifen individuell auf bestimmte Dinge zu. In dem Fall wissen wir eben, dass die Aufnahmen in Wien generiert worden sind. Das ist jetzt Steiermark. Die lassen da nicht aus der ganzen Habsburg-Monarchie die Komparsinnen einfliegen und zeigen die, sondern der hat diese ganzen Kostüme in der Staatsoper und stellt die zusammen. Natürlich kann es sein, dass er wirklich da sind. Das ist nicht erforscht, dieses Unternehmen. Aber so wie im Studio, im Fotostudio, die Säule oder auch das Buch, das jemand in der Hand hält, nicht das private Buch einer Person ist, sondern das ist einfach eine Requisite, die der Fotograf im Studio zur Verfügung hat, so wird das hier auch passieren, dass die zusammengestellt werden. Es gibt auf der anderen Seite eben dann den anderen Fotografen, auch ein kommerzieller Fotograf, der für die Ethnografen arbeitet.
da sind das mit ganz großer Sicherheit die Musikinstrumente der Menschen selber. Der hat die eingefangen und im Studio oder in dem Fall ist er selber mit der Kamera unterwegs gewesen und hat halt den homogensten Hintergrund, den er gefunden hat, nämlich einen Busch verwendet. Aber das lässt sich, also man kann das nicht verallgemeinern. Da gibt es keine, also das ist nicht so standardisiert, dass es ein ganz strenges Raumreglement gibt. So, so und so schaut unser Prüfverfahren aus, so schaut unsere Analysensituation aus. Es ist vor allem auch, das ist Ende der 1870er Jahre, 1880er Jahre, das ist der Beginn erst. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch keinen Lehrstuhl für Volkskunde. Die kommen alle erst im 20. Jahrhundert. Die volkskundlichen Museen und die Zeitschriften werden im 1890er Jahren institutionalisiert. Die erste volkskundliche Monographie wird über diese Population hier geschrieben, das ist in den 1890ern erst. Wir haben noch eine Frage. Wir haben den Computer so weit wegstehen. Ich werde mal kurz. Also verabschiedet sich jemand? Gut, danke. Haben wir noch eine Frage? Ja, dann Sibylla Nikolov, bitte. So, jetzt bin ich frei. Entschuldigung, ich bin wahrscheinlich die Letzte, die noch da ist. Nein, es sind noch ein paar da. Ich habe hier alles ausgeblendet, damit ich das Bild immer ganz groß im. So, da gehe ich auch noch mal rein. Ich finde diese Frage nach den Requisiten, nach den Objekten, die mit denen die Typen ausgestattet werden, ganz wichtig und interessant. Mir erscheint vielleicht genau da noch mal ein Kommentar dazu. Diese Frage kann man vielleicht in der Serie beantworten. Ne? Wenn ich sehe, das ist ja eine Serie, 12. Steiermark. Mhm. Also haben die anderen Volksgruppen, die hier oder Personen, die hier für die Volksgruppen stehen, andere Objekte in der Hand. Ne? Das ist das wäre so eine Frage, die man da anknüpfen konnte. Ja, danke für den Hinweis. Genau, also über die Props kann man das recht leicht machen, über die Props und Hintergründe. Ja. Bei der Serie wissen wir es auch, er verwendet immer wieder die gleichen Hintergründe und Props. Okay. Aber bei der Serie sind wir auch sehr sicher, dass das wirklich in Wien als mit Wiener Kostümen entstanden ist. Ja. Aber in manchen Fällen habe ich einfach zu rudimentäre Situationen. Und dann genau hilft so eine Bild- oder serienimmanente Analyse, die sagt, naja, was geben denn die Bilder selber her, ist ein sehr guter methodischer Schritt. Ja, es gibt ja auch dann, es ist ja eine gewisse Erkenntnis dann auch, wenn man herausfindet, dass es immer das gleiche Objekt ist. Dann geht es ja auch wirklich um, hier ganz geschlechtertypische Umwelt, ne? Das ist genau, das gehört ja sozusagen auch mit in diese Typologisierung. Meine Frage war nochmal nach den verschiedenen Zeitschichten. Dafür wäre jetzt vielleicht nochmal das andere. Genau. Ah ja, hier sieht man das auch. Ja. Ungarn und die Schlesier. Ja. Aber das ist natürlich dann genau diese Frage, wie das ethnografisch gelesen werden sollte in der Zeit oder volkskundlich gelesen werden sollte. Meine Frage war nochmal nach den Zeitschichten und dafür ist dieses Erschließungsblatt vielleicht nochmal ganz gut. Es gibt ja verschiedene Zeitschichten. Inwieweit würden Sie versuchen, jetzt als Kurator die sichtbar zu machen? Sie haben ja gesagt, es gibt den Moment der fotografischen Aufnahme. Es wird hier manchmal beim Einfügen in die Sammlung schon ausradiert sozusagen, wer der Fotograf ist, wo es aufgenommen worden ist. Es gibt den Titel hier, die Verzeichnung. Sie arbeiten ja hier mit einer Verzeichnung, die aus den 20er Jahren ist oder aus einer bestimmten Zeit ist. Ne? Dieser Originaltitel, genau, Sie haben diesen Originaltitel. Und wie stellen Sie das zum Beispiel dann in Ihrer Datenbank? Also wie würden Sie das heute verzeichnen? Diese verschiedenen Schichten oder verschiedenen Zeitebenen, in denen man sich mit diesem Foto beschäftigt hat, auch noch sichtbar zu machen? Ich suche gerade aus dem Katalog ein Beispiel, an dem man das ganz gut aufhängen kann. Also im Endeffekt ist das so ein quasi eine Form von, nehmen wir es mal Authentizitätsbegriff, das heißt, der Status, der mir vorliegt, ist der letzte Status und ich zeige möglichst viele Schichten dessen, die dazu geführt haben, dass ich genau mit diesem jetzigen Status konfrontiert bin, was zum Beispiel dazu führt, dass, das sind jetzt nur so kleine Spielereien, aber die zeigen es ein bisschen an, dass ich bei meinem Grafiker, wo er geflucht hat, darauf bestanden habe, dass er mir hier diese kleinen Härchen, die
Benutzung und die Ausfranzung dieses Inventarbuchs zeigen, extra mit dem Katalog abbildet, beziehungsweise wie ich auch genauso eben nicht nur das Bildmotiv selber darstelle, sondern die ganze Umgebung und die Paraphernalie, die dazugehören, beziehungsweise in dem Fall auch die unterschiedlichen Erscheinungsformen. Ja. Also das ist mir gerade für so eine Form von einem medienwissenschaftshistorischen Zugang extrem wichtig, genau diese Stufen zu zeigen. Also zu zeigen, dass das Bildmaterial einfach nicht etwas ist, was in seiner Anmutung, also in seiner Anmutung ein ewiger Prozess ist, der irgendwann mal entstanden ist und dann immer gleich bleibt und quasi eine Wahrheit verkörperlicht, sondern dass es ein, also Prozess auf einen falsch verwendet, dass das Ganze ein Prozess ist, dass es von der Verwendung, von den Einsätzen, die jeweils für diese Materialien gelten, abhängig sind, dass es davon abhängt, was das Ding ist. Also dass das ganze Ding in sich ein oszillierendes Teil ist, das immer wieder anders gelesen wird und dass quasi selber, und das ist gerade das Schwierige an der Fotografie, dass die Fotografie, da sehe ich ja immer, da ist ja eine Frau drauf, da ist ja eine Frau drauf und ich sage, nein, da ist keine Frau drauf, sondern da ist nur das drauf, was sie drauf lesen. Also die Fotografie ist insofern so wahnsinnig schwierig, weil sie behauptet, etwas zu sein. In Wirklichkeit ist sie aber, die Fotografie selber gibt es nicht. Ja, es gibt immer nur eine Lektüre. Ich glaube, die Frage von Sibylla zählte auch darauf, was machst du zum Beispiel, also ich weiß jetzt gar nicht, habt ihr Teile der Fotosammlung digital in der Datenbank? Was machst du, wenn da ja auch immer eine Art Vereindeutigung verlangt wird? Ich verstehe ja gut, dass du die nicht liefern willst. Ja, was trägst du jetzt ein, sage ich mal konkret? Also wir können ja Wir tragen das ein, was da ist. Also lass uns doch mal dieses Objekt, ein Objekt einfach nehmen. Genau. Von wann ist das eigentlich so inventarisiert worden? Ja. Also du musst ja irgendwas... Da würde ich eher fragen, was gibt die Datenbank für Möglichkeiten vor? Weil ich kann es an dem Beispiel zeigen. Was wir geben, sind wirklich die Informationen, die da sind. Das heißt, ich mache eine Beschreibung des Objekts, was ich physisch sehe. Und dann habe ich die ganzen Anlagerungen, die da sind. Diese Anlagerungen können sein von, ich habe keine Zeit und trage nur das ein, bis hin, in dem Fall kenne ich den Fotografen. Das heißt, ich hole da möglichst viele detaillierte Informationen dazu. Ich nehme aber auch die unterschiedlichen Beschriftungen des Bildes mit rein. Das heißt, wir haben keinen Titel, wir haben nur ein Feld, wo wir eintragen, wie es bezeichnet wird. Das ist anders als in der Kunstgeschichte. Kunstgeschichte mit den ganzen Titelfetischen und so weiter, das ist ja nicht... funktioniert ja auch nicht für jede Kunst, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Aber in der Fotografie funktioniert es natürlich noch viel weniger. Aber du würdest jetzt also eintragen sozusagen, was da steht. Ich kann es jetzt nicht lesen, aber das würdest du sozusagen als gegebenen Titel eintragen, dann doch. Nein, es ist nur das, was hier als Titel draufsteht. Ja, das ist nicht der Titel. Nein, es gibt keinen Titel. Es gibt einen Gegenstand. Da kriegst du dann den Gegenstand ein. Oder auch den Titel, aber sagen, ich sperre mich deswegen. Haben wir noch eine Hand oder ist noch eine Hand? Also ich sperre mich deswegen ein bisschen deswegen, weil sozusagen mit Titel schon automatisch diese Festschreibung. Ja, ist ja klar. Nein, ist es nicht. Das wird einfach nur eingetragen, was da ist. Diese Dinger haben keinen Titel. Also trägst du bei Gegenstand ein. Das Feld heißt zwar Titel, weil es in dem Fall der Titel ist, aber es ist kein Titel. Das ist nicht so wie Rembrandt die Nachtwache, sondern das ist eine Volkstypendarstellung aus Galizien. Die ändert sich nach 2 Minuten wieder. Das ist nicht so eine, also das ist ein anderes Titelregister, das hier vorhanden ist, als in der Kunstgeschichte. Ich verstehe das, Herbert, aber also ich weiß auch nicht, ob das eine interne Datenbank ist oder eine, die nach außen geht, weil du hast dann ja immer das Problem. Da haben wir die Expertin, die vielleicht wollen wir gleich die Elisabeth dazu rein. Vielleicht kann ich nur ganz kurz noch das fertig sagen. Also ne, bloß, was nach außen ausgespielt wird, hat, also sobald da etwas steht, hat es natürlich auch immer einen für den genau, die Rezeptionsfrage den die Person, die das rezipiert, den gesetzten Charakter. Das wollte ich nur sagen. Elisabeth, vielleicht magst du da entweder mit der Frage oder auch gleich noch einmal das viel besser beantworten. Kollegin Elisabeth Ecker ist bei uns vor allem unter anderem auch für das digitale Sammlungsmanagement zuständig und gerade für diese Datenbank natürlich die berufenste Expertin. Ja, ich habe mich erst vor ein paar Minuten zugeschaltet, aber nur zu dem, was wir festhalten, kurz. Wir haben eine Datenbank für alle Objektgattungen des Hauses. Und es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Also wenn es ein Gemälde ist und einen expliziten vom
Urheber oder der Urheberin geschaffenen Werktitel gibt, dann gibt es dafür ein Feld. Wir haben ein Feld für, also das Feld nennt sich Inschriften, da kann man eintragen, was aufgedruckt oder handschriftlich am Objekt auf der Vorder- oder auf der Rückseite oder wo auch immer vermerkt ist. Bei der Beschlagwortung gibt es Kategorien, also wo ich einmal den Gegenstand festlege. Ich habe die Möglichkeit, explizit historische Zuweisungen festzuhalten, zum Beispiel, wenn etwas unter Begriffen wie Zigeuner, also rassistischen Begriffen oder diskriminierenden Begriffen gelaufen ist, das festzuhalten für die Forschung. Ich habe eine Beschlagwortung, die nennt sich Assoziationen, die ist vollkommen freigegeben und hat keinen Katalogregeln zu folgen, kann auch eine völlig subjektive Wahrnehmung beinhalten. Wir haben, ja genau, und dann gibt es noch, also dazu, also als Gegenüber gibt es dann diese Beschlagwortung zur Abbildung, also ikonografisch, was sehe ich. Es gibt die Möglichkeit, das ausführlich zu beschreiben, was ich sehe in einem Textfeld. Also da gibt es verschiedene Abstufungen und Kategorien, wie man das festhalten kann. Man kann auch im Katalog, wir stellen das gerade um, dass deutlicher wird, dass das, was wir beschlagworten, ist das, was wir sehen oder lesen. Also dass es Zuschreibungen sind und Dinge, die man aus Realitäten oder Wahrheiten, ja genau. Also das nur als kurzer Input. Also sagen die, der sowohl bei uns in der Datenbank, aber auch generell halt in der Kulturwissenschaft, der Zugang ist immer sagen, einer, der Relativität der historischen Schicht immer im Auge hat. Also wie es die Elisabeth gerade gesagt hat, es sind Zuschreibungen, es sind, also wir beschreiben die Bestände, die da sind. Das können natürlich auch Bestände sein, die nicht direkt am Objekt sind. Wir können Informationen hinzufügen, aber dann ist es wie im wissenschaftlichen Text quasi ein Verweis, okay, dort in dem Buch wird das Ding so und so bezeichnet. Und da kann es auch dann passieren, oder beziehungsweise das haben wir sogar auf den Objekten selber drauf, dass man dann merkt, da gibt es gegenteilige, widersprüchliche Meinungen. Und damit geht es dann diese sich permanent im Fluss befindliche Wissensproduktion schon. Also wird die schon in Informationshäppchen in der Datenbank selber sichtbar, wenn man das lesen will. Und zusätzlich also haben wir auch die Möglichkeit, wirklich die Biografie des Objekts festzuhalten. Also alle Publikationen, alle Ausstellungen, alle Verwertungen, also chronologisch auf Zusatzkarten. Das ist interessant. Habt ihr dann auch die Möglichkeit sozusagen, so die einzelnen Schichten in so einer Art objektbiografischen sozusagen Narration darzustellen in der Datenbank. Ne? Also wenn man jetzt schaut, ne, also es gibt da irgendwie wahrscheinlich ein Aufnahmedatum, dann gibt es irgendwie einen Moment, wo diese Kabinettkarte entstanden ist, dann gibt es natürlich den Moment des Aufziehens in den 50er Jahren auf diesen Karton und diese Beschriftungsebenen. Also ich glaube, noch haben wir es nicht, aber die Elisabeth hat gerade ein riesengroßes, wunderschönes Projekt zur digitalen Zukunft unseres Museums aufgesetzt, wo irgendwann wahrscheinlich auch dann die KI in Stellung kommt und die aus diesen ganzen Informationen sofort diesen Zeitstrahl rauswirft. Ich glaube, theoretisch, ich weiß nicht, ob das wirklich, also das ist jetzt eine Extrapolation von mir, ich weiß nicht, wie weit die Frage der künstlichen Intelligenz ist im zukünftigen Projekt schon wirklich mitgedacht. Ist. Aber prinzipiell von dem, was an Informationen vorhanden ist, können wir es zwar also noch nicht automationsgestützt, aber prinzipiell kann man hergehen und sagen, okay, ich nehme diese ganzen Informationen her, trage sie auf den Zeitstrahl ein und habe dann selbst, natürlich, das hängt immer davon ab, wie gut ausrecherchiert ein Objekt ist, aber wenn es ausrecherchiert ist, gehe ich in die Datenbank rein und kann aus den ziemlich reichhaltigen Informationen der Datenbank eine Übersetzung in einen Zeitstrahl zum Beispiel machen. Haben wir das schon automatisierungsgestützt drinnen im zukünftigen Projekt, Elisabeth? Nein, in der Art nicht, aber mir ist gerade eine super Idee gekommen, weil wir haben ja diese Kategorie Verwendungszeit und Verwender und Verwendungszweck. Und das könnte man irgendwie, also wann es uns gelingt, die hausinterne Biografie zu erforschen und mit Daten zu hinterlegen, könnte man das auch ausbauen. Und dann könnte man wirklich so Zeitstrahlgeschichten erzählen.
Genau. Aber das ist natürlich Zukunft. Genau. Aber ich glaube, Zukunft wäre, wenn es jetzt nicht noch eine dringende Frage gibt, glaube ich, eigentlich auch ein schönes Stichwort für den Schluss. Hat noch jemand eine dringliche Frage? In dem Fall bitte die Hand heben, das sehen wir am ehesten. Also die digitale Hand heben. Schaut. Blick zur Regie. Nein, die Regie schüttelt den Kopf. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank fürs Fragenstellen, fürs so lange dabei bleiben, fürs Interesse und freuen uns auf alle möglichen weiteren Begegnungen rund um Fotografien. Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank von mir. Super. Sehr spannend. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Format, was wir da ausprobiert haben. Ja, ja, das hat gut geklappt mit den Kameras, muss ich sagen. Man ist das schon gewöhnt, dass man auf drei Bilder gleichzeitig gucken muss. Gut, dann sagen wir herzlichen Dank und ciao allerseits. Ja, bis nächste Mal in Wien, genau. Genau. Ciao. Tschüss.